Das sind meine Tante und ich und wir reden über Trisomie 21. Im letzten Video ging es darum, wie Trisomie 21 entsteht. Aber neugierig bin ich immer noch. Tino, du hast erzählt, dass dein neuer Mitschüler Trisomie 21 hat. Was macht ihn denn eigentlich besonders? Naja, mir ist aufgefallen, dass sein Gesicht ein bisschen anders aussieht. Irgendwie wirkt er auf mich kindlicher. Das kommt daher, dass Trisomie 21 folgende Symptome hat. Das Gesicht ist relativ rund, mit schräg angestellten Augen. Die Hände sind etwas breiter und die Finger kürzer. Häufig haben sie eine sogenannte Vier-Finger-Furche, die sich über den Handteller erstreckt, und eine Sandalenlücke an den Füßen. Auffällig sind meist der schmale, hohe und spitze Gaumen und eine ziemlich große Zunge. Die Kinder wachsen nicht so schnell und bleiben kleiner als die meisten. Die Entwicklung ist insgesamt etwas verzögert, insbesondere die Motorik. 4 von 5 haben Hör- und Sehschäden, dadurch haben sie es schwerer in der Kommunikation. Und auch für die Muskelentwicklung, die Ausprägung des Bindegewebes und die Intelligenz gibt es schlechtere Voraussetzungen. Häufiger gibt es auch Herzanomalien und selten auch andere Fehlbildungen, die zum Beispiel zu Problemen mit der Verdauung führen. Auch sind sie anfälliger für Krankheiten. Aufgrund von vielen Begleitsymptomen haben diese Menschen eine geringere Lebenserwartung. Und wenn sie selbst Eltern werden, haben die Kinder auch häufig dieses Syndrom. Oh Mann, jetzt hast du aber ganz schön viel darüber erzählt, weshalb es mein Mitschüler schwerer hat. Ich kann dir aber auch sagen, dass es total schön mit ihm zusammen ist. Er hat ein ganz ausgeprägtes Sozialverhalten, bringt gute Stimmung in die Klasse und hat selten wie andere schlechte Laune. Uns zeigt er wunderbar auch an schwierigen Tagen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen sollten. Naja, und im Sportunterricht hat er es wirklich schwerer. Aber in Mathe hängt er mich voll ab. Und rechnen kannst du auch. Du kannst nämlich damit rechnen, dass es ein Folgevideo gibt. Da rede ich mit Fanny über die Therapieansätze von Trisomie 21.